Ja, heute wieder mit dem Solar Express unterwegs. Und zwar habe ich eine kleine Veränderung am Hänger gemacht. Ja, nichts Berühmtes, aber das zeige ich euch gleich mal. Allerdings ist der Grund ein anderer, warum ich mir das Liegerad jetzt nochmal geschnappt habe. Denn wie ihr im letzten Video gesehen habt, habe ich verzweifelt auf Regen gehofft, dass ich Regen abbekomme, um das Dach mal zu testen, ob es nicht nur gut in der Sonne ist, sondern mir auch ein bisschen was bei Regen bringt. Ja, hat ja nicht funktioniert. So, heute sind jetzt immer wieder Schauer durchgezogen. Und ich hoffe, wenn ich so da drüben hingucke, ist der nächste in Anmarsch. Ja, und darum dachte ich, jetzt schnappst du dir schnell das Liegerad, drehst eine schöne Runde, nimmst Pablo auch gleich wieder mit. Ja, und gucken wir mal, ob wir einen nassen Hintern kriegen. Haben die Fliegen eigentlich nichts Besseres zu tun, als mir auf die Scheibe zu koten? Oh, ist das widerlich. So, los, ein kleiner Regenschauer wird hier wohl drin sein. Also heute kam es schon mehrfach runter, auch immer so aus so kleinen Zellen, wie wir sie jetzt da vorne sehen. Da wird ja wohl noch mal so ein Tropfen für mich übrig sein. Kann doch wohl nicht wahr sein, dass immer, wenn ich ein Dach hier drauf habe, dass ich nicht nass werde. Das gibt's nicht. Ja, aber auch heute ist schon wieder, ne, wenn man so guckt, je näher ich dieser Front jetzt hier komme, umso mehr scheinen sich die Wolken auch schon wieder aufzulösen. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ich meine, klar, natürlich fahre ich auch gerne jetzt so durch die Gegend und ich genieße das Liegeradfahren total. Aber ich will euch doch jetzt auch mal berichten können, ob das Solardach jetzt nur funktioniert, um Strom zu holen. Ja, oder ob man da auch was von hat, wenn es regnet, ob das auch was bringt. Und ja, ich selber will es ja auch wissen, wie nass ich dann trotzdem noch werde. Naja, und wenn das heute wieder nichts wird, dann ist mir auch egal, dann überlasse ich es einfach dem Zufall. Dann mache ich diese Show nicht mehr und ziehe extra los, wenn ich Wolken sehe. Dann fahre ich einfach so, wie ich halt immer fahre, und wenn es dann passiert, passiert es. Ende, Punkt, aus. Es wäre nur schön gewesen, das Ganze jetzt zeitnah nach dem Bau zu wissen, ob es funktioniert, ob hier die Stoßkante dicht hält von den zwei Panels. Aber ja, wenn es nicht sein soll, dann ist es halt so. Einen Regentanz werde ich dafür jetzt auch nicht aufführen. Ja, dann halte ich hier noch mal eben an und zeige euch das mit dem Anhänger mal kurz. Fahren wir mal ein bisschen Offroad. Pablo, halt dich fest! So, geparkt haben wir. In idyllischer Landschaft. Ja, das wäre doch auch wieder was, um hier eine Nacht zu verbringen. Also ich muss unbedingt jetzt die Tage mal los. Werde ich auch. Da werde ich aber den Dachzeltcamper jetzt endlich mal einweihen. Denn steht immer noch aus, eine Nacht im Dachzelt. Das wird wohl als nächstes anstehen. Na, was sagt mein Beifahrer dazu? Was sagt mein Beifahrer dazu? Mein Beifahrer sagt, hol mich raus hier. Na komm her, lass. Zapp. Und schon ist er draußen. So, den Pablo, den lasse ich jetzt einfach mal hier ein bisschen an der Schleppleine freien Lauf. Mal gucken, ob er nach mir wieder guckt, während ich hier filme. Ja, jetzt zeige ich euch das eben nochmal an dem Anhänger. Vielleicht habt ihr das gerade schon gesehen. Also ich habe den nur ein bisschen umstrukturiert jetzt nochmal. So passt er jetzt perfekt. Also ich habe die Hundebox jetzt hier vorne hin, weil ihr könnt ja sehen, der Anhänger steigt nach hinten an und da waren die Fenster immer relativ verdeckt von der Box. Und das ist für einen Hund ja auch nicht so schön. Ich denke, da sitzt er hier vorne besser, er ist näher bei mir dran und ja, kann auch besser rausgucken. Die Luft kommt besser rein. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Ja, dementsprechend kam die Alubox, die sonst halt hier vorne war, hier hinten hin. Naja, und für die ist wiederum da der perfekte Platz, weil halt hier die Kante höher ist. Und wenn man den Deckel runter macht, ist das niedriger als diese Kante. Und das Ganze
ist wiederum wichtig für das Solarpanel. Denn wo ich vorher die Hundebox da hinten drauf hatte, war das blöd, wenn ich das dann aufgeklappt habe. Ne, wenn ich das jetzt aufklappe, zack, legt sich das hinten auf die Kante, liegt schön glatt auf und nichts stört. Ja, und vorher mit der Hundebox, da ja zum einen hat's Palo dann auf dem Kopf, ist total im Dunkeln. Ja, und das Panel hängt halt so auf 7:30 und wackelt und schlackert, das ist ja auch nichts. Also ich denke, so ist jetzt die ideale Lösung für diesen Anhänger. Mit der Box da hinten drin. Hier drunter ist halt dann auch immer noch Stauraum, den man nutzen kann. Nein, bin ich sehr mit zufrieden. Also dafür, dass das so ein Restmüllprojekt war, mag ich den unheimlich, den Hänger. Ja, und da bin ich dann tatsächlich am Überlegen, ob ich den Anhänger nicht doch noch schöner wieder mache. Weil hier ist es ja wirklich nur aus, ja, Müll entstanden, muss man ja wirklich sagen. Ja, sieht man ja auch hier, ne? Das ist alles Flickwerk, da fehlen Ecken. Ja, da unten ist eine Stelle drauf gebrezelt. Hier hinten mit den vielen Schraublöchern, die wieder zugeklebt wurden und ja, wieder neue Schrauben rein und hin und her. Das ist halt alles nicht so schön. Aber wie gesagt, je mehr ich jetzt mit dem Anhänger unterwegs bin, umso mehr gefällt er mir. Und ja, darum mal überlegen, ob ich da doch noch mal ein paar Euros investiere und ein bisschen Zeit. Ich meine, ja, es sind nur optische Mängel, ne? Aber naja, mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Ja, und so wie das aussieht, vermisst mich Pablo so gar nicht. Was auch immer er da entdeckt hat, er scheint in seinem Terrier-Element zu sein. Pablo, hier! Jo, feiner Boy! Buschi, was hast du hier denn? Eben warst du aber hier an Gange. Ich seh's doch noch, da warst du am Buddeln. Was ist denn hier? Nix. Nix ist da. Gar nichts. Wer weiß, was deine Nase wieder erspäht hat. Da, und schon wieder Action. Ich gucke jetzt noch einmal, Burschi. Weh, da ist auch wieder nichts. Was ist denn da? Ja, was hast du da denn? Hä? Was ist denn da? Maus. Tatsächlich. Oh Mann. Ich habe tatsächlich gerade was fiepen gehört. Naja gut, klar, umsonst macht er das nicht. Aber dann gehe ich hier doch nochmal zurück und gucke jetzt nochmal, ob er sich da rausholen lässt. Pablo, hier! Ja, sauber. Ja, das ist doch schon mal geil. Mein Gott, wie siehst du aus? Deine Schnutt ist voller Erde. Ja, und ey, komm hier. Komm her. Komm mal hier hin. So, und die Wolken. Tja, so richtig. Ich sag ja, es zieht wieder auseinander. Da, wo ich eben hinterher gefahren bin, kannst du jetzt schon wieder gucken, wie das aufreißt. Sieht immer so vielversprechend aus, auch da hinten jetzt. Aber wie ich vorhin jetzt schon sagte, ich überlasse es jetzt den Zufall. Ja, wenn man jetzt da hinten guckt, da, die Wolken, die lassen Regen runter, das sieht man auch. Ja, aber da bin ich nicht. Das ist ein paar Meter weg. Das ist immer unwahrscheinlich, wie schnell das auch sich ändert und vorbeizieht. Also ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal in die Richtung fahren, denn das sieht vielversprechend aus, da hinten. Aber ja, gut, mal gucken, wenn ich näher komme, ob es sich dann auch wieder so auseinanderreißt wie hier. Denn, Mann, wissen will ich es ja. Okay, dann machen wir nochmal ein paar Meter und vielleicht doch einen kleinen Regentanz. Nein, 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 es soll nicht sein. Immer wieder tut sich blau auf. Also es gibt ja diese Sturmjäger, ne? Nennen die sich ja, die hier auch immer Tornados aufsuchen und große Gewitterzellen und sowas. Also ich glaube, das wäre nicht mein Job. Wenn ich nicht mal schaffe, hier irgendwo mal einen Regentropfen abzukriegen. Nee. Ja, und wie ihr sehen könnt, stehe ich immer noch im strahlenden Sonnenschein. Ich bin jetzt eben unter dieser Front quasi hergefahren und nicht ein Tropfen kam da raus. Das ist echt zum Mäusemelken. Ja, darum werde ich auch einige Fahrszenen rausschneiden, damit das Video kurz bleibt. Denn ja, letztendlich blieb ja in diesem Video dann nichts mehr zu zeigen, außer dass ich hier den Hänger etwas verändert hatte. Und ja, dazu muss ich kein 20-Minuten-Video machen. Naja, und wie ich schon erwähnt hatte, dann vergessen wir das jetzt einfach mal mit dem Regentest. Lassen den beiseite. Irgendwann wird es vielleicht durch Zufall passieren. Und wenn nicht, dann halt nicht. Naja, und darum schaut nächstes Mal rein, wenn es mit dem Minicamper losgeht. Ja, und ansonsten bleibt mir wieder nichts mehr zu sagen, außer ciao.